Und willkommen zu Aura Tor zur Ewigkeit. Ich habe ehrlich gesagt schon mal reingeguckt, beziehungsweise schon mal versucht, eine Aufnahme zu starten, dann aber festgestellt, dass die Steuerung für mich extrem gewöhnungsbedürftig ist und ich anfangs überhaupt keinen Plan hatte, was ich eigentlich machen soll. Hab ein bisschen rumprobiert und jetzt habe ich wenigstens eine leise Ahnung. Das heißt, wir probieren das jetzt einfach mal. Seit anfangloser Zeit schon hat es in den Hallen der Ahnen die Hüter gegeben. Alte, weise Männer, die die Geheimnisse des Universums bewahren. Sie sind die Hüter der geheimen Ringe. Durch die Kombination der Ringe, so sagt die Legende, können die Ältesten zu versteckten Welten reisen und neue Realitäten erschaffen. Und weiter sagt die Legende, wer diese Ringe mit den heiligen Artefakten der versteckten Welten vereint, erhalte unvorstellbare Macht und ewiges Leben. Nur wenigen war es vergönnt, die Macht der Ringe zu entdecken, und sie wurden nie wieder gesehen. Ein Schüler wurde ausgewählt, um sich in das Tal von Ademica zu begeben, wo ihn der erste Schritt seiner Reise erwartete. Arakon, das älteste Mitglied in der Clan-Hierarchie, beschloss, seinen besten Schüler zu schicken, Uman. Uman, die Zeit ist gekommen. Wir haben euch lange und gut ausgebildet. Ihr seid ein guter Schüler. Ihr müsst nach Ademica reisen. Dort sucht ihr den alten Griffith auf. Er wird eure Ausbildung fortsetzen. Lasst euch durch Weisheit und eure Instinkte auf den rechten Pfad weisen. Ihr seid nun bereit für eine neue Realität. Gut, also wir sollen nach Ademica und ja, wie gesagt, ich spiele zum ersten Mal mit dieser Ego-Perspektive, deswegen ist es vielleicht manchmal ein bisschen merkwürdig, was ich mache, aber das ist theoretisch der Plan. Gut, schauen wir erstmal hier vorbei. Ein Buch. Bücher sind immer gut. Eine Notiz. Mal gucken. Umang. Ich schätze einfach mal, wir sind Umang. Angesichts der jüngsten Ereignisse kann ich euch leider nicht persönlich treffen. Ihr seid an einem Ort namens Ademica angekommen. Ach, wir sind schon da. Okay. Er wurde von den Ältesten unseres Clans als Schlüssel des Tors zu versteckten Welten erschaffen, okay? Alles, was ihr seht, wurde allein zu diesem Zweck geschaffen. Vor meiner Rückkehr bitte ich euch, die Reisekapsel einsatzbereit zu machen. Ihr findet sie im versteckten Tunnel. Vergesst aber nicht, die Navigationskarte zu aktivieren. Achtet auch auf allerkleinste Details und möge das Glück mit euch sein. Warum erinnert mich das gerade so extrem an Star Wars? Okay, Griffith. Na, den haben wir ja am Anfang in dem Video schon gesehen. Also nicht gesehen, sondern von dem gehört, dass wir den treffen sollen. Wobei ich zugeben muss, dass ich immer noch nicht genau weiß, was jetzt die Reisekapsel ist. Aber gut, das werden wir dann hoffentlich sehen. So, mal gucken. Da kann ich noch hin. Oh, hier auch, okay. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wir nehmen es einfach mal mit. Inventar war Rechtsklick. Richtig. Eine Batterie. Okay. Kann man immer gebrauchen. Spuren hat nichts zu bedeuten. Nee, gut.
So, dann haben wir hier eine tolle Waage. Zumindest sieht es wie eine aus. Was auch immer die wiegt, oder drücke ich da jetzt so runter, oder wie benutze ich das? Egal. Wir haben hier irgendwas. Oh, ich keine Ahnung habe, was es ist. Hier ist noch irgendwas. Also, mir ist schon beim ersten Mal probieren so ein bisschen aufgefallen. Ach, das ist ein Feuerzeug. Und das ist ein Thermometer. Okay. Das mich ein bisschen irritiert, beziehungsweise gar stört, dass der Charakter nicht redet. Also normalerweise habe ich ja in Point-and-Click-Adventures immer einen schönen Charakter, der mir dann erzählt, nee, damit kann ich nicht arbeiten. Nee, das ist das und das. Oder das ist auch ganz interessant, was werde ich damit wohl irgendwann machen können? Das habe ich hier nicht. Und ich muss zugeben, dass es mir nicht so sehr gefällt. Also, na gut, mal gucken. Heißt ja nicht, dass das Spiel schlecht ist. Nur gewöhnungsbedürftig. So, schauen wir hier. Sind das Sternzeichen? Oder kenne ich die aus einem anderen Spiel, die Zeichen? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich da drauf drücke, dann dreht sich das Dingens. Bleibt aber immer auf dem gleichen stehen. So, was ist das? Passt da vielleicht unsere Batterie rein? Wo ist sie? Da. Ja! Sehr schön. Und jetzt? Ach so, das ist einfach nur Batterie rein, Batterie raus. Gut. Drücken wir mal nochmal auf die Kabel. Passiert denn irgendwas Tolles? Nein, also nehmen wir das Ding erstmal mit, bis wir wissen, was zum Henker das darstellen soll. Wenn da wenigstens eine Bezeichnung oder so wäre. Was weiß ich, das und dieses Gerät ist zum Buchstabierwettbewerb auserkoren. Was weiß ich denn? Da ist was zum Klicken. Aber es passiert nichts. Gut. Ist auch was zum Klicken. Bewegen kann ich es nicht. Kann ich das bewegen? Nein. Okay, herzlich willkommen bei... was für ein Gerät ist das? 2? Aber okay. Okay. Dann... ja. Gucken wir weiter. So, noch ein Gerät. Mit... einem... was ist das? Eine Glocke oder so? Keine Ahnung, was das ist. Aber gut. Kann ich sonst auch nichts mitmachen? Dann schauen wir weiter. Kann ich mir diesen Globus angucken? Ja, kann ich. Ach so, das ist für Licht. Okay, ich habe Licht gefunden. Haben die gerade ihre Farbe geändert? Cool. Naja, mal gucken. Wahrscheinlich brauchen wir das für irgendwas. Werden wir dann sehen. So, was haben wir noch? Da war ich. Da war ich. Da war ich auch. Okay. Gucken. So, Fußboden. Mhm. Irgendwelche Vögel. Ein Zauberer in der Mitte. Das ist... 2. Mhm.
keine Ahnung, was das ist. Kannst du mir? Da kann ich die Treppe rauf. Hier ist irgendwas. Guck mal. Okay. Ah. Ich tippe darauf, dass ich die Schrauben alle rausdrehen muss. Das war ja jetzt nicht so schwer. Was passiert jetzt? Okay. Noch ein Globus. Oder auch nicht. Also wie gesagt, ich habe mich nur ein bisschen umgeschaut, ein bisschen geguckt, aber dank der Steuerung wusste ich eigentlich erstmal nichts. Warte mal hier, kann ich hier irgendwas drücken, außer näher kommen? Nee, ne? Nein? Okay. Aha. Das sieht so aus, als muss ich da irgendwas reintun. Ein Generator. Ja! Ich bin gut im Raten geworden. Bin ja selbst überrascht. So, und was macht das jetzt? Es öffnet mir einen Weg zu einem Tresor. Schön. Und macht ein Feuer an. So, was ist das? Was haben wir noch? Hier haben wir so Scheibchen. Kommen da so Scheibchen rein? Da kommen tatsächlich die Scheibchen rein. So, mal gucken. So? Oder muss das in einer speziellen Reihenfolge? Das könnte natürlich auch sein. Was ist das eigentlich? Grünes Juwel. Ne? Darauf wäre ich auch noch gekommen. Sogar ohne Hilfe. So. Dann probieren wir einfach mal ein paar Kombinationen aus. So viele sind das ja nicht. Mit drei Teilen. Ich glaube, das müssten 9 Kombinationen sein. 3x3 Möglichkeiten. Hatte blau in der Mitte, mit grün am Anfang hatte ich noch nicht. Wobei ich zugeben muss, dass es mich jetzt schon ein bisschen nervt, dass das Inventar immer wieder zu bzw. aufgeht. So, 2 Kombinationen habe ich noch, die ich noch nicht probiert hatte. So, einmal blau vorne. Und so? Nicht? Okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass dann auch irgendwas passiert. Also, ansonsten mache ich das hier gerade aus Lust an der Langeweile und stelle fest, ich mache es aus Lust an der Langeweile. Gut. Okay, also wenn ich weggehe, geht er weg und dann ist Ende im Gelände.